Bis 1991 waren noch guter Gelenkwagen täglich im Einsatz. Diese Bauart gehört zu einer Serie von insgesamt 120 Wagen, die zwischen 1961 und 1967 nach Leipzig kamen. Den Gelenkwagen entwickelte die Waggonfabrik Gotha, angelehnt an die Fahrzeuge westdeutscher Verkehrsbetriebe. Der Zug 1206 fährt nur noch im Sondereinsatz, meist zu den Öffnungstagen des Straßenbahnmuseums in Möckern. Die Sonderlinie 29E dient als Zubringer zum Museum in Möckern. Zu den wichtigsten Haltestellen gehört die vor dem Hauptbahnhof. Wir müssen den jungen Mann nicht einquetschen. Das muss nicht sein. Die Leipziger Straßenbahn hatte den größten Bestand an Gotha-Wagen aller DDR-Betriebe. 1980 waren es insgesamt 253 Trieb- und Beiwagen. Dazu zählten auch die 120 Gelenkzüge. Unser Museumszug fährt nach Leipzig-Möckern. Am frühen Morgen ist das Fahrgastaufkommen noch gering. Zusammen mit dem Leipziger Museumszug sind nur noch 5 Gelenkwagen erhalten. 3 sind heute in der Schweiz und einer läuft als Partywagen bei der Straßenbahn in Nordhausen. Langsam füllt sich der alte Straßenbahnzug. Nur 35 Sitzplätze gibt es. Wer früher keinen Platz mehr auf den grünen Kunstledersitzen ergattern konnte, musste mit einem der 143 Stehplätzen Vorlieb nehmen. Möckern ist erreicht. Hier im alten Straßenbahnhof Möckern hat die Arbeitsgemeinschaft Historische Nahverkehrsmittel e.V. Leipzig ihr Domizil. Fast die gesamte Straßenbahngeschichte der Messestadt wird hier gezeigt. Zu den führenden Köpfen des Vereins gehört Gerhard Wirtgen. Er hat die Sammlung mit aufgebaut. In dem Museum sind eingestellt über 40 historische Fahrzeuge, davon 34 der Personenbeförderung.
Also Triebwagen und Beiwagen, Baujahr 1896 bis 1976. Und von diesen 34 historischen Personenbeförderungsfahrzeugen sind 23 einsatzfähig. Aber das älteste, was wir haben, ist ein Fahrzeug aus dem Baujahr 1896, Beginn des elektrischen Betriebes in Leipzig. Und das ist das älteste im Originalzustand befindliche Fahrzeug und betriebsfähig auf dem europäischen Festland. Die Leipziger lieben ihre Straßenbahn, kommen zu den Öffnungstagen immer wieder nach Möckern, um Omas und Opas Straßenbahnen zu bewundern. Und viele davon sind keine Totenausstellungsstücke. Sie sind betriebsfähig und für den Fahrgastverkehr zugelassen. Auch die Nummer 20, ein Maximumwagen der ehemaligen Außenbahn, gehört dazu. Die Nummer 20 hat bereits über 100 Jahre auf dem Buckel. 1909 von der Firma Nordwaggon gebaut. Kaum angekommen, geht bereits der nächste Triebwagen auf die Reise. Die Nummer 257 aus dem Baujahr 1911. Doch leider gibt es nur wenige Öffnungstage im Museum. Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, also alle ehrenamtlich arbeiten, können wir tatsächlich nur 5-mal im Jahr öffnen. Das ist immer der dritte Sonntag von Mai bis September von 10 bis 17 Uhr. Als Extrawagen rollt die Nummer 179 vom Hof in Möckern. Er gehört zu den ältesten Wagen aus dem Baujahr 1900. Der hervorragend restaurierte Triebwagen wurde in mühevoller und langjähriger Kleinarbeit in seinen Ursprungszustand zurückversetzt. Viele Teile fehlten und mussten neu angefertigt werden. Dazu kamen die behördlichen Auflagen für den Fahrgasteinsatz in unserer Zeit. Fünf historische Straßenbahnen sind an diesem Tag unterwegs. Auch der sogenannte Pullmann-Wagen aus dem Jahre 1925 durfte fahren. Einst gab es in Leipzig 200 Stück von diesem Typ. Die Nummer 1464 ist heute der letzte betriebsfähige.